Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Wir sind heute wieder im LS22 unterwegs beim Rühl Pharma Projekt. Und ja, wir fahren jetzt den Grupper zurück, geben den Grupper zurück. Den Traktor behalten wir derweil. Weil wir sehen jetzt direkt dann das Feld an, habe ich jetzt so beschlossen. Und ja, eins ist mir noch aufgefallen und zwar, können wir da schnell mal schauen. Gemietete Fahrzeuge. Habe ich anscheinend die Dings noch nicht zurückgegeben. Alter, 8 Monate, also habe ich auch schon ziemlich lang jetzt rumstehen. Geben wir heute auf jeden Fall auch zurück. Das wird einiges jetzt kosten. Ich hoffe, wir sind noch dann im Plus. Wir werden jetzt erstmal den Grubber zurückgeben. Werden uns die Sämaschine mieten. Und dann werden wir den anderen Traktor, mit dem roten Traktor, mit den Lindner, werden wir dann nochmal extra jetzt zum Händler fahren und dort die Spritzen abgeben, weil die ja, habe ich anscheinend komplett vergessen. Die stehen wahrscheinlich auf dem Hof. Ich weiß nicht mal, wo die stehen, aber ich denke mal, auf dem Hof stehen die. Genau, die müssen wir auf jeden Fall zurückgeben. Und jetzt gerade fahre ich auch irgendwie komplett komisch. Ja, komplett komisch war ich, aber wenn wir jetzt so rechts fahren, dann müsste das hinhauen. Genau, das ist der Plan jetzt für heute, also jetzt erstmal die Sachen jetzt alle zurückgeben. Sämaschine kaufen wir schon mal, weil jetzt gerade sind wir noch im Plus. Ich denke, wenn wir die anderen, wenn wir die Spritzen zurückgeben, sind wir dann nicht mehr im Plus. Und dann holen wir uns die Sämaschine, holen Saatgut auch am besten jetzt gleich ein bisschen was. Und dann, ja, wie gesagt, gehen wir erstmal die Spritzen zurück. Weil die, wie gesagt, habe ich irgendwie komplett vergessen. Und jetzt gerade schaue ich gemietete Fahrzeuge. Hä? Spritzen habe ich. Habe ich drauf gedrückt. Ah ja, Spritzen habe ich noch. Genau, und ja, euch erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Heute ist ja schon wieder Freitag. Endlich wieder Wochenende. Nee, ich muss sagen, ist ziemlich schnell gegangen wieder die Woche. Ja, hat es gar nichts gekostet, das zurückgeben. Egal. Sätechnik. Ich habe mir da mal schon gerade angeschaut. Also entweder die oder die. Wir nehmen, glaube ich, die, weil da können wir düngen mit und die können wir nicht düngen. Die könnten. Nee. Dann nehmen wir die. Und düngen dann auch direkt gleich mit. Ja, nicht kaufen. Mieten. Genau, deswegen jetzt erstmal, ja, hängen wir noch schnell an und dann switchen wir schnell in den anderen Traktor. Und dann, was wollte ich sagen? Genau, und dann fahren wir erstmal die Spritzen runter, dass wir die zurückgeben. Also, füllen wir mal die Päckchen gleich rein. Das andere müsste Dünger sein, oder? Müsste auch da reingehen. Theoretisch. Ja, gerade war die Klappe mal offen. Jetzt ist er wieder offen. Ne, das war auch kein Dünger. Das war auch Saatgut. Was brauchen wir? Wir brauchen Dünger und Saatgut. Holen wir uns noch schnell. Saatgut. Ich denke mal, eine sollte reichen. Und Dünger. Brauchen wir den Mineraldünger? Ich schau mal schnell, ob noch ein anderer Dünger da ist. Weil da kaufe ich meistens den falschen. Ne, ich glaube. Ne, müsste schon der sein, das ist ja fester Dünger. Den brauchen wir einmal. Ich hoffe mal, einmal reicht. Probieren wir mal, wie voll er dann wird. Ne, reicht nicht. Holen wir uns nochmal einen Dünger. Kaufen uns gleich zwei. Ne, wir kaufen uns keine zwei, wir haben nicht mal mehr das Geld. Perfekt. Aber das sollte auch reichen. Wenn nicht, müssen wir halt dann... Das Saatgut tun wir auf jeden Fall noch mit rein. Und dann gehen wir erstmal die Dings zurück. Die anderen zwei Geräte. Der müsste das ja... warten wir noch kurz. Ja, müssen wir schauen, ob das reicht. Könnte reichen, könnte aber auch nicht reichen. Das ist ja nicht. Da stehen denn die Spritzen? Ah ja, da hinten stehen sie. Wo ist denn der Traktor überhaupt? Da.
komplett in die falsche Richtung wieder gerannt. Perfekt. Und ja, ansonsten, was gibt's sonst? Eigentlich nichts. Von E-Test und von alles gibt's so nichts Neues. Ja, morgen kommt auf jeden Fall wieder ein E-Test 2 Video. Bloß mal direkt zur Info. Genau. Genau. Morgen um 16 Uhr kommt das nächste Video, und zwar ein E-Test 2 Video. Da werden wir höchstwahrscheinlich wieder im Singleplayer unterwegs sein. Ja, da ist sogar noch Dünger drinnen. Ja, dann lassen wir es einfach da stehen. Lassen wir den Traktor jetzt auch so stehen. Ist mir jetzt gerade egal. Ja. Dann lassen wir es einfach gemietet und dann. Wir müssen sowieso jetzt gleich düngen. Das, oder danach wieder düngen. Deswegen lassen wir das mal. Ich hoffe, der Traktor schafft es jetzt. Genau. So, dann düsen wir jetzt zum Feld und dann schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen was ansehen. Warum lenkt denn der so komisch? Irgendwas ist da gerade komisch. Irgendwie lenkt der gerade sehr komisch. Egal. Lenkt da halt jetzt ein bisschen komisch. So, dann einmal hier raus und dann. Ich hoffe, der Traktor schafft diese Maschine, weil irgendwie sehe ich schon. Ja, sollte aber schaffen. Er ist ja stark, der Traktor. So, wenn wir jetzt rechts fahren, habe ich gerade gelernt, kommen wir da auch zum Feld. Und ja, wie gesagt, morgen kommt ein ETS 2 Video. Ansonsten alles und ETS gibt es nichts Neues. Und genau, das ist jetzt so der Plan, sage ich jetzt mal. Jetzt das Schild haben wir komplett mitgenommen. Jetzt sollten wir mal in die Außenansicht gehen. Traktor zieh. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr auch gerne ein Abo und Like da lassen, Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ja, jetzt kommt jeden Montag und Freitag ein LS22 Video und jeden Mittwoch und Samstag ein E-Test 2 Video. Die Videos kommen immer um 16 Uhr. Und unter der Woche versuche ich aktuell einmal live zu sein. Diese Woche hat es leider schon wieder nicht hingehauen. Ich weiß nicht aktuell, was schon wieder los ist, aber zeitlich haut es einfach nicht hin. Das Video jetzt nehme ich auch gerade am Donnerstagabend auf. Ich sag mal gerade so, dass ich es noch schaffe zum Aufnehmen und zum Schneiden und so weiter und zum Hochladen. Es ist gerade schon wieder 21 Uhr am Donnerstagabend. Ihr seht es ja jetzt am Freitag. Klingt erstmal, ja, hat er ja noch so einen Tag Zeit oder so. Ist aber nicht so, weil ich so, wenn ich normal arbeite, ich fange ja um 5 Uhr zum Arbeiten an in der Früh, gehe ich immer so um 10 circa ins Bett, 10, halb 11. Und ja, deswegen da habe ich immer nicht so viel Zeit. Und morgen am Freitag, also heute am Freitag, wenn ihr das Video seht halt, zuvor habe ich auch nicht wirklich Zeit. Ich komme um 13:30 heim jeden Tag. Und dann muss ich eigentlich schon fast wieder weiter. Wir haben jetzt auch heute Abend Weihnachtsfeier von der Arbeit her. Deswegen das morgige Video muss ich mal schauen, wann ich das aufnehme. Wahrscheinlich morgen irgendwann nachmittags mal schnell. Oder heute nachmittags, wenn ihr das Video seht. Vielleicht habe ich es auch schon aufgenommen, wenn ihr das Video seht. Genau. Muss ich ein bisschen schauen immer, dass ich das zeitlich auch schaffe. Genau. Deswegen heute das Video wird wahrscheinlich nicht ganz so lang gehen. So, ein paar Bahnen fahren wir noch. Ein, zwei Bahnen, aber recht viel länger. Oder recht viel mehr werden wir dann heute auch nicht machen. Weil das Video muss noch ja, hochgeladen werden. Dauert zwar jetzt nicht so ultra lang. Aber das muss auch noch gemacht werden.
Dazu muss mein PC dann auch wieder anbleiben und so weiter. Ja, warum wackeln wir hier so? Mensch. Wir wackeln hier ganz schön. Warum wackeln wir so? Wackelpudding. So. Dann hätte ich gesagt, fahren wir jetzt die Bahn noch und dann noch eine. Und dann lassen wir es schon wieder gut sein für heute. Dann sind wir auch schon wieder ungefähr bei, ja, wahrscheinlich 13 Minuten. 13, 14 Minuten wahrscheinlich. Und dann reicht es für heute auch schon wieder. Wir müssen mal schauen. Ich glaube, mit Saatgut reicht das nicht aus. Dünger sollte ausreichen, denke ich mal, was wir jetzt gerade drinnen haben. Aber Saatgut weiß ich jetzt nicht, ob das reicht. Sollten wir, ja, nochmal kaufen. Wenn wir Geld haben. Nee, das Geld, ich weiß nicht, warum das schon wieder so schnell weg ist. Haben doch gar nichts gemacht hier. Also ein paar Fahrzeuge mieten. Die müssen wir uns aber mieten, weil wir haben nicht mal eine Sämaschine. Und den Traktor haben wir sowieso schon vorher gemietet gehabt. Das hat sowieso gepasst. Dann habe ich mir nämlich gleich gedacht, sehen wir das noch schnell an. Und dann, ja, haben wir das Feld auch schon wieder komplett fertig. Dann, ja, können wir mit den Spritzen direkt düngen dann. Die haben wir ja auch noch irgendwie gemietet, keine Ahnung warum. Die noch rumstehen, aber die stehen halt auch noch rum. Und, ja, die lassen wir jetzt auch noch rumstehen. Und danach, geben sie wieder zurück. Aber jetzt rentiert sich eigentlich auch nicht mehr, zurückzugeben. Und eventuell machen wir dann noch einen Minijob, dass wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Muss ich mal schauen. So, aber jetzt würde ich sagen, war es jetzt schon wieder mit dem Video. Wir sehen uns dann, ja, morgen um 16 Uhr im nächsten Video wieder schon wieder. Das ist ein ETS 2 Video. Euch ein schönes Wochenende und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.